haben wir uns entschieden, heute wieder sehr, sehr gerne auf den Schreibtisch zu springen. Kleiner Helfer. So, wo müssen wir hin? Höher. Okay. Hallo. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Nicht schlecht, das ist wahrlich die Glocke der Reinigung. Und auch noch in sehr gutem Zustand. Let's place the perfume we've prepared inside. Wir nehmen am besten auch gleich die Duftessenz mit. Kennst du Madame Ping? Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? Natürlich kenne ich sie. Wie hätte ich euch sonst zu ihr schicken können? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. So viele Zweifel. Aber wenn du es nicht zugeben willst, werden wir auch nicht weiter fragen. Oh, yes. That old granny asked us to tell you something. Oh, wir sollen dir auch noch was von der alten Dame ausrichten. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. Das ist so süß. Dankeschön, Paimon. Er soll mich doch auch mal wieder auf eine Tasse Tee besuchen, wenn er Zeit hat. Ich habe nicht viel, aber ich habe einen Teekessel. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. Diese Worte passen so gar nicht zu dir, aber ihr Tee ist wirklich sehr gut. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich sie natürlich besuchen gehen. So what's the next step in our preparation? Nun, was ist also als nächstes dran für die Zeremonie? Next. We need to purchase kites. Als nächstes müssen wir Drachen kaufen gehen. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? Drachen! Herr Dschungli nimmt uns mit zum Drachensteigen. Das ist unsere wohlverdiente Pause. No, no. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. Nein, so ist das nicht. Drachen gelten zwar meistens als Kinderspielzeug, aber bei Ritualen in Liyue haben sie noch eine andere Symbolik. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Ich erkläre euch alles später. Jetzt müssen wir erstmal die Drachen kaufen gehen. Oh, sure. Curiouser and curiouser. Na gut, Paimon ist sowieso schon verwirrt. Okay. Gute Frage. Nächste Frage. Nee, da wollte ich nicht reinspringen. Oh, sitzt seine Frau und betrachtet eine Katze, eine weiße Katze. Nice. So, da ist die Bank. Daran kann ich mich vorbeischleichen. Und hier. Bei Oma-Chan. Ah, Sir, you're here. The seven kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Oh, werter Kunde, du bist ja hier. Da bist du ja. Die vormalig bestellten sieben Drachen sind bereit. Willst du sie jetzt mitnehmen? Yes, thank you. Ja, bitte, vielen Dank. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Es gibt nicht mehr viele Kunden, die sich dieser Tage noch für diese Art von Drachen interessieren. Vor vielen Jahren haben wir Bestellungen noch von ganz anderen Leuten bekommen. Well, this is Mr. Zhang Li from the Wangsheng Funeral Parlor.
So he's probably well versed in all these walks of life. Dies ist Herr Zhongli vom Bestattungsunternehmen Wangsheng. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet lokaler Religion und Philosophie. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Aber trotzdem haben wir uns über noch so viel mehr unterhalten, als wir mit ihm gereist sind. Er ist auch versiert in Gebieten der Mode, Wirtschaft, Schmuck und Jadebearbeitung. Außerdem Tee, Duftstoffe, Flora und Fauna. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. But he likes talking about less useful topics instead. Er versteht ebenso Liyues Lieblingsthemen wie Finanzen und Regierung. Jedoch bevorzugt er es, über Wichtigeres zu sprechen. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Weil ich diese lustigen Themen lieber mit euch teile. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more to it than that. Kinderspielzeuge machen so viele Freude. So viel Freude. Ich liebe es, den Kindern beim Spielen damit zuzusehen. Aber da ist noch was anderes. Finely crafted toys are well loved by children. But this craft itself has been honed over thousands of years. And there is meaning behind that. Kleine Dinge bereiten Kindern immer Freude. Aber diese gesamte Industrie dahinter, die seit Tausenden von Jahren besteht, hat noch wahre Bedeutung. I have made kites in Liyue for 40 years and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. 40 Jahre. Oh ja. Ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen länger, aber gut. Sorry. Ich bin bereits seit über 40 Jahren in Liyue im Drachengeschäft. Die Muster und Pläne wurden bereits von meinen Vorfahren entworfen und an mich weitervererbt. Diese 7 Drachen und ihre Bedeutung sind nicht von gewöhnlicher Natur. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. Das stimmt, diese Drachen dienen als Verzierung bei einem Adeptenabschied. 7 Drachen symbolisieren die 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Arcan. Ich habe das Muster der 7 gewählt. Die Farben habe ich frei nach meiner Laune ausgesucht. As for the kite that honors the Geo Arcan, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient and you can also find them in the Golden House. Um den Geo-Archon zu ehren und Respekt zu zeigen, muss man dem Vertrag bis auf das Kleinste folgen. Dieses Muster ist schon sehr alt. Man findet es unter anderem in der Goldstube wieder. Ah, die Goldstube, der Name gefällt mir. Paimon, rede nicht weiter. Huh? Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. Das Blitzmuster auf diesem Drachen, die Form und der Kreis symbolisieren die vom Electro Archon sehr gewollte Ewigkeit. So sehr gewollte Ewigkeit. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom in the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Respektvolle Blätter der Weisheit verzieren den Rand. Jahresringe eines Baumes. Es ist wirklich erstaunlich! Ach, Kotzi. Like a flame, as does that which the Cryo Archon wants. Yes. These details are masterfully done. Komm, Katze. Komm, Katze. Ich hab dich lieb. Schnurrmanns Mikrofon. Nee. Dann hüpf von deinem Platz hier oben.
hüpf an deinen Platz hier oben. Okay. Ich habe ihn rausgeschmissen. Gerechtigkeit, ausgeglichen wie Wasser, Krieg, brennt wie Feuer und auch der Kryoarchon ist vertreten. Wirklich, die drei Details sind grandios. The compliments of a learned man truly are pleasant. Es tut gut, ab und zu die lobenden Worte eines echten Kenners zu hören. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Danke, Oma Shan. Ich nehme erst einmal diese Drachen an mich. Über die ausstehende Zahlung. Die ausstehende Zahlung. Well, allow me. Yes! Ich übernehme die ausstehende Zahlung. Hey, it's Child! Ui, der Graf! Habt ihr euch hier verabredet? Stehen wir etwa unter Beobachtung? No way. I was just passing through. Nein, wie das denn? Das war wirklich ein Zufall. I see Mr. Zhang Li's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. Zhang Li ist noch ganz der Alte. Schaut niemals auf den Preis und vergisst auch regelmäßig seine Brieftasche. He knows a great deal about money and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Jedoch muss man sagen, er versteht schon den Wert von Geld und kennt weltliches Leiden. Was er nicht versteht, ist, was arm bedeutet und dass ihn dieser Zustand auch eines Tages treffen könnte. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, er kann sich nicht vorstellen, eines Tages kein Geld zu haben. Na wundervoll, der hat wohl auch noch nie am Hungertuch genagt. Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. Der werte Graf liebt es, Witze zu erzählen. Nun, die Drachen haben wir jetzt keinen Grund zur Rast, lassen uns weiter. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Solch ein Adeptenabschied benötigt viele Materialien und Arbeitskräfte. An der Anlegestelle sollten wir einige fähige Arbeiter finden können. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhang Li do the bargaining, if you know what I mean. Nusa, nimm bitte diesen Geldbeutel an dich. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Das Verhandeln übernimmst besser du. Lass bloß Zhong Li sich nicht einmischen. Seems I missed out on some interesting information. Ich scheine etwas Wichtiges verpasst zu haben. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Das nächste Mal muss ich eine bessere Gelegenheit für ein Treffen. Das nächste Mal suche ich eine bessere Gelegenheit für ein Treffen. Okay, finde drei Arbeiter. Hallo. Hallo, brauche ich Hafenarbeiter Kunz? Kunz, brauche ich Hilfe? Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. Aushilfsarbeit, kein Problem, aber ich sage euch vorab, ich bin auf der Warteliste der Abenteurergilde und kurz davor Mitglied zu werden. Ich heiße eine Mission willkommen, Papierkram jedoch verachte ich. Adventure. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Abenteuer. Tief in die Berge zu gehen, um Kristallschmetterlinge zu fangen, das dürfte abenteuerlich genug sein. Mutiger Abenteurer, ich benötige 5 Kristallschmetterlinge. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Nah, never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? Was? Das hört sich gar nicht schwer an. Für einen Abenteurer schon fast zu leicht. Dann berechne ich auch nur 15.000 Mora, einverstanden? A most fair price. Ein sehr guter Preis. Nein, wir müssen noch einmal verwandeln. Fudge. Wie wär's, wenn wir uns bei... Wie
Wer wär's, wenn wir uns bei Ba-Ba-Ba-Ba treffen? Five Geocrystal Flies. Yes, I do think it's worth about this much. I'll do it. Fünf Geokristallschmetterlinge. Na gut, das sollte so ausreichen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel ausgegeben. Wo ist unsere nächste Person? Du, Hinz! A full day of odd jobs at Yujing Terrace. No problem. 25.000 per day. A fair trade, yes? Ein Arbeitstag an der Yujing Terrasse also? Von mir aus gerne. Einen Tag für 25.000 Mora? Ein guter Handel. Wow, that's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Oh, das ist aber etwas teuer. Hast du noch eventuell Rabatt für die Heldin, die Mondstadt gerettet hat? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Heldin, die Mondstadt gerettet hat? Noch nie davon gehört. Well, you may never have heard of this hero. But it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. Von einem Helden noch nichts gehört zu haben? Macht nichts, aber von Mora hast du wohl gehört. Ich zahle den vollen Preis. Noch nicht so feierlich, wir müssen erst verhandeln. Wie wär's mit genau der Hälfte? That's too little. Hardly a fair price. Viel zu wenig. Preis ist nicht ohne. Okay. Ändert sich die Laune, wenn man. Wie wär's mit. Passt das? Wir probieren es mit 15.000. Oder? This price will do. No loss to me for a day's work. Okay. Für diesen Preis. Na gut, na gut. Ihr könnt mich anheuern. Zumindest mache ich keinen Verlust. Okay. Entschuldige, Lan. Das war ein Satz mit X. Hallo, Herr Zhang. Zhang Xianxiang. Ni hao. Kalle, warum haben die deutsche Namen? Warum haben die so krass deutsche Namen gerade? Oh, help? Sure. I tick. Always put in 100% effort into everything I do. Arbeit! Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. Ja, Arbeit? Ja klar, ich gebe immer 100% bei allem, was ich tue. Wenn ihr 120% wollt, müsst ihr aber etwas drauflegen. So what's the job? Was braucht ihr denn überhaupt? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Yujing Terrace. They aren't uncommon objects. So I didn't make any special preparations for them. Mal überlegen, auf der Yujing-Terrasse fehlen noch einige Utensilien aus Holz. Nichts Besonderes. Ich hatte nur keine Zeit, etwas vorzubereiten. Recke, bring mir 50 Äste und 20 Bündel Feuerholz. No problem. That'll be 20.000 mora for a single trip. How does that sound? Kein Problem. Eine Besorgung kostet auch nur 20.000 mora. Einverstanden? Done. Gut, abgemacht. Nicht so vorleicht. Wir verhandeln nochmal. Wir haben noch 24.000, deswegen. Also schon. 2, 3, 4, 5. Wie wär's mit 12.345? Let me think. Deal. This price is real. Yes! I'll hop yes! Right. Mal überlegen. Ja, das ist ein gerechter Preis. Ich gehe mit euch. Wow. Gucken Sie. Gucken Sie, Niha.